Herzlich willkommen zu Let's Play Together World of Tanks auf meinem Kanal Workfarm with Games. Mein Name ist Erwin. Ich bin der Reno. Und ich bin Thor. Und wir sind wieder zu dritt unterwegs im alten Team und führen die ganze Session nochmal weiter fort. Und legen los. Ja, hättest du doch einen Zehner nehmen können, sie gerade. Ja, das ist ja meistens so. Wenn man als Zug fährt, dann. Ja, das liegt wahrscheinlich an Reno, weil er so eine Art nein, nimmt. Also TD, Heavy und Adi, ne? Ich meine, jetzt könnt ihr euch aussuchen, wie er uns hochzieht, ne? Wieso TD? Ich hab gar kein TD. Scheiße. Ja. Ja, kommt auch mal vor, das haben wir jetzt eigentlich drauf. Eigentlich müssten wir dafür gleich Reno als erstes abschießen. Ja, der hält ja auch nicht, der hält doch ja nicht aus, wa? Das reicht doch, wenn du hochschießt, wa? Naja, nee. Ich hab das nicht, Abpralle hatte. Was? Echt? Ein EN-100 ja, auf deinem Panzer? Ja, ja. Passiert immer wieder mal. Ja, der ja, muss sich ja dann. Ja, ich fahr dann halt erstmal hier nach Norden rüber, die 9er Linie hoch und dann aus dem Sumpf raus. Na dann mal los. Hat sich jemand schon informiert, wann der nächste Patch sein soll für WoT? Na, nee. Hoffentlich machen sie dann mal mit diesen euren Freundschaftslisten und Einladungslisten wieder rückgängig. Ja, ich hatte schon gemerkt, ihr habt, dass du da so Schwierigkeiten hattest im Bollwerk. Es funktioniert ja nicht. Man hat damit keine Schwierigkeiten. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht nur noch Clan-Mitglieder einladen. Wenn du einlädst, lädst du alle deine Liste ein, musst deine Freunde wieder raussortieren. Und dann, um im Prinzip nur Clan-Mitglieder zu haben, du kannst nicht reine weg Bollwerk, wo nur Clan-Mitglieder im Prinzip oder Legionäre mitfahren können, aber wenn ich sage, ich möchte nur Clan-Mitglieder dabei haben, kannst du nicht nur die Solo einladen, funktioniert nicht mehr. Schade, ja, tut mir leid für dich. Und, das tut mir leid für mich, das ist für alle, die Bollwerk fahren hier bei WoT, ist das doch scheiße. Naja, deswegen, das ist ja totale Kacke, gut, da werden sie wahrscheinlich dran arbeiten. Ich hoffe es. Ja, die haben ja dran gearbeitet, das so hinzukriegen scheinbar. Für die war das andere wohl nicht so wichtig. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier. Ja. Ich achte derweil auf den WT, der kommt nämlich gerade wieder. Das muss wehtun. Gut, WT ist gekettet, meines Erachtens. Komm ich und nicht der ran, w- steht nee, nee. Der nimmt mir es auch auseinander, wenn ich Pech habe. Jetzt ist er gekettet. Ich bin zweimal an einem WT abgebreitet, ich lach mich tot. Was soll ich denn sagen? Der ist jetzt, oh. Der hat jetzt einmal Schaden gemacht von den 5 Schuss, die er an mir gedrückt hat. Gut, der WT ist Geschichte. Ich helfe im Süden mit. Danke. Ja, wie gesagt, wenn sie die Freundesliste schon mal überarbeiten, kommen sie auch wieder ein Stück weit voran, beziehungsweise wenn sie es wieder rückgängig machen. Aber was soll jetzt genau am im Patch kommen? Keine Ahnung. Dafür haben sie da jetzt so eine schöne eckige Lampen ins Spiel gebracht, anstatt der Runden. Also, das ist natürlich unheimlich wichtig. Eckige Lampen? Was sechste Sinn oder was? Nein, ja, da kriegen sie das nächste. Die kommt soll im nächsten Patch kommen. Was für eckige Lampen? Ja, ich weiß, was du meinst. Da war noch früher, bis ich rote Lampe ist nicht online, grüne Lampe ist online. Ach so! Jetzt haben sie doch grün ist online, orange ist gerade im Spiel unterwegs. Und für wen ist das wichtig, sag mal? Also wir haben ein Problem. Der Süden ist gefallen. Ja, deswegen. Oh. Vielleicht kannst du doch ins Hinholzen und dann verziehst du dich da. Ich steck mich hinten rein. Ich lass die ruhig kommen. Aber wir drehen eh um, so wie es ausschaut. Ja, ich hoffe mal, wir sind jetzt schneller, weil es steht jetzt 6:5 momentan. Hoffentlich drehen sie um, ich hab mir ja keinen Schaden, wie ich hier gemacht. Ich hab auch nichts getroffen bis jetzt. Naja, mit 1-2 bin ich ja eigentlich noch gut dabei, oder? Auf jeden Fall. Und du hast, weißt du das? Na, zu wenig. Kann ich gar nicht äußern jetzt hier. Okay, lass mal lieber. Eines Heavys nicht würdig. Was der nicht weiß, ich werde ihn trotzdem noch gucken. Ja, gut. Gut, der Pulk, der kommt jetzt wieder zurück. Ja, aber bis der da ist, könnten wir den Sack haben mit 3 im Cap. Na, kriegen sie den 207 noch weg? Dann drin im Cap. Anders wird's nicht mehr. Ich beeil mich doch schon, ich hab noch nicht den besseren Motor.
Braucht man den eigentlich für den STI? Ich meine, der ist auch so ganz gut. Schneller heißt ja auch schneller tot. Naja, ich sage mal so, hier auf gerader Strecke wirst du das vielleicht nicht so merken, aber im Anzug bergan, so sag ich mal, da wird das denn wohl merken sein. Da soll es denn weniger Kraft hinter, natürlich. Was? Es ist denn auch weniger Kraft hinter, natürlich. Ja, das ist es halt, ne? So, wir sind als letztes drin gekommen, also fahren wir auch durch, wa? Wir fahren durch. SE ist 1-0. Ja, gut. Hätten wir im Cap drinnen bleiben können. Obwohl, können wir den noch hingeben. Und. Ne. Ja, oh, verdammt. Oh, ich hab das drauf. Oh. Muss ich gleich rausschneiden. Nein, Quatsch. Können wir doch nicht hier den Zuschauern vorenthalten. Ja, ich bin jetzt. Guck ich mal schnell, wie viel ich gemacht habe. Na, wieso alles richtig gemacht? An die Captain vorbeifahren und den Gegner entgegenfahren. Mensch, ja. Reno, was ist denn los? Reno. Ich hab gesagt, ich hab 0 Schaden gemacht. Ach du meine Güte. Das ist zu wenig. Ich dachte, du hättest auch irgendwo was drin drücken können oder so, Mensch. Na, gar nichts. Ich hab dann blind geschossen, wie die unten zu waren, aber naja. So, los, was sagt dann niemand für ein Fahrzeug? Ja, keine Ahnung, könnt ihr mal entscheiden. Entweder ein 10er oder ich hab auch noch einen hübschen 7er, der auf jeden Fall levelt werden muss. Nee, so weit hab ich nicht. Doch, ich hab ohne sie meine Art, die A hör auf, die nehme ich nicht. Crusader, SP. Ist doch nur Top Art, die ist das da. Ich glaub, da brauche ich freie Erfahrung ganz viel. Ihr habt nichts Besseres. Aber Art ist eigentlich keine schlechte Idee. Ach, ich nehme mal die hier. Willst du nochmal GW fahren? Okay, na gut, dann nehme ich. Nee, ich nehme mal Objekte, das habe ich ja seit gestern erfahren sozusagen. Okay. Und muss ich sagen, sehr, sehr zielgenau und aimt verdammt schnell ein. Da aimt der GWE wie in Zeitlupe ein dagegen. Ich überlege gerade. Danach mache ich mal ein T110E3. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr was auf ähnlicher Strecke nehmen könntet, wo ihr denn an der Front rumtanzen könnt. Gucken wir denn. Mal sehen, wie viele Folgen wir hier machen. Wir haben es erst 23.06 Uhr und morgen habe ich eine Stunde später Studium. Das passt mir schon ganz gut. So. Also auch eine nette Schussfrequenz, muss ich sagen, hat das Objekt. Ja, die lebt bloß 30 Sekunden. Oh ja, das Ding ist ganz gut, also auch ziemlich genau. Ja, die hat mehrere Vorteile. Die macht zwar nicht arg viel Schaden, aber die lädt halt dementsprechend schnell, ist schnell unterwegs. Ja, und ich. Also die hat eigentlich nur Vorteile. Ja, und ich steck dann da drin fest. Jetzt muss ich kurz meinen Stuhl mal verrücken hier. Ja, Setting ist jetzt weniger schön, weil schwere Panzer gibt's ja keine. Es gibt absolut keine schweren Panzer hier. Zu viele Leicht gibt es vor allen Dingen. Aber ganz und wir Ding, als Artillerie hier drin, Alter. Oh, das wird ein Feuerwerk denn für uns. Ja, wenn unsere da nicht aufpassen, dann sind die hier nur durch. Naja, das ist ein Feuerwerk bei uns. Ich verziehe mich dann einfach mal nach A9 rüber. Da kommen die auch hin. Ich weiß. Vielleicht eine halbe Minute länger. Ja. Wenn ich tot bin, habe ich ja den Gegner Zeit zu schreiben, wo du stehst. Darf man aber gar nicht, ist gegen die Regeln. Und außerdem nehme ich das gerade auf und stell's bei YouTube, dann habe ich noch mehr Zeugen. Naja, mach mal. Dann wirst du dir sicherlich denken, dass das ein Spaß war. Ja, von mir doch auch. Also eigentlich nehme ich gar nicht auf und wir tun jetzt einfach da nur so. Ich versuche mal die Badget. Oh, eine 800 fast. Irgendeiner hat, ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat die Badget schon alle gekillt. Ja, meine Wenigkeit. Deswegen sage ich, die aimt sau schnell ein. Und schon wieder halb durchgeladen, das Ding jetzt, ja. Von daher macht das Ding schon Laune. Oh, siehst du. Noch nö. Aber ich bin gerade drauf und dann platzt er. Eine Frage: Was ist die Abkürzung NS? Wie bitte? NS im Chat. Nicht schlecht. Oh, okay. Gut, die Bad-Chat ist hier Schichte. Das ist ein Japper, der kann jetzt nicht mehr abhauen. Oh, den Schuss hättet ihr sehen sollen, der war traumhaft. Gleich mal 1-8, die one-shottet den Bad-Chat. Gut, okay, das ist ja auch bloß ein Trabi. Nee, das ist Schirmmetall, das... Naja. Meine, im Vergleich zu anderen Panzern ist es ein Trabi. So.
muss ich hier noch meine Witze erklären oder was? Der Japa. Nee, nee. Ja, ja, in 6 Sekunden. Steht drauf. Wie, du machst den weg. Japa, mach ich ihn weg, mit 2000 ist wieder da. Wie. Klar, geht schon. Nee, niemals. Also ja, gut, Munilager, klar, dann mag es klappen. Pass auf. Oh shit. Also meine hat jetzt... Meine ging voll ja. drüber, ey. Ich krieg die Krise heute. Aber ich treffe nichts. Welche Art die Tracers? Und dann kommt gleich der nächste. Ja, wohl klar, dass er daneben ja. ging. Siehst du? Jetzt weg mal fahren, bis ihn auch war. Ja, fahr nicht nach vorne, da ging der Schuss hin. Ach, egal. Hab ich vermute mal, links wird gleich ein T71 kommen. Was haben wir denn da noch in der Mitte? Hallo, Jagd die 100. Ah ja, noch lebig. Und ihr? Oh ja, ich lebe nur halb. Badget Artie hat mir getrasert. Echt? Hm? Sekunde mal. Das soll doch schwer gewesen sein. Nein, nein, es ist relativ simpel. Du hast in der ersten Folge hast du gesagt, ihr habt das ist schwerer als man denkt. Hat ich persönlich auch gedacht, also meine entzündeten Augen. Nein, nein, du siehst es schon. Ja, ich bin ein bisschen älter schon. Ja, da bist du endlich 18 und dann spielst du gleich verrückt oder was? Kurz vor der Rente. Bin mit irgendwie... Oh nein! Warte mal, du warst selbstständig, oder? Nein, also, ich, nee, du kriegst keine Rente. Ich bin Geschichte. Ich bin Geschichte. Ich bin so, was denn? Na, rate mal, was hier ist. Ein Bad-Chat. Ja. Das ist ja doch auf der falschen Seite. Falsch verstanden, hä? Oh, ey, ja, no. Naja. Es macht mich nicht fertig hier, deswegen. Nee, nur los auf die Scheiße. Ich bin doch schon da. Achso, Japan, ich wollte den Bad-Chat jetzt angekommen. Ja, der Bad-Chat, der kommt doch gleich bei uns. Mal endgültig mal weg sein. Der kommt gleich bei euch vorbei und dann ist die Geschichte. So, Jagdpanzer hat nochmal in ihn gekriegt. Er kommt. Ja? Ah, das ist schlecht. Ja, ich brauche bloß noch einen halben Schuss. Wenn ich ihn denn mal sehen. Da ist er. Da kommt er. Da komm ich nicht dran. Und jetzt. Komm schon, ich hab nur 3 Sekunden. Oh, verdammt! Boah, das gibt's nicht. Yippie Mene! Nein! Verdammt! Ich hab noch eine Sekunde. Eine Sekunde hatte ich noch. Ladezeit. Dann hätte ich auf den Knopf drücken können. Ey, aber du hast 692 Schaden noch dazu gemacht. Ja, wenn man die 92 rammt, ist man selber schuld. Jawoll! So, gucken wir uns noch das Gefecht zu Ende. Scheiße. Ganz kurz nur. Ja, das war jetzt auch nur Mediums, ist sowas. Ja, 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 das war schon ein hartes Stück. Ja, ich dachte. Haben wir ja lange gelebt. Ich hab 692 Schaden gemacht. Die Karte ist ja auch noch geeignet für Mediums, die sie anschlagen wollen, so ein bisschen, ne? Richtig. Ja, und so verteilen sich links und rechts und die Mitte sind jetzt durchgebrochen, also das ist mal. Weil hier gibt es ja 1000 Wege auf der Karte, ne? Ja. Ja, da muss Wargaming auch noch dran arbeiten, dass hier solche Effekte überhaupt ja nicht zustande kommen, ey. Ja, das ist der Matchmaker, da kann WG nichts machen. Ist ja vor allen Dingen auch relativ ausgeglichen und abgelogen, kann man ja nicht mal meckern. Hast du jetzt gerade über Wargaming gelästert? Was? Nein, ich habe gesagt, da können die nichts dafür, das ist ja Matchmaking-System. Ja, aber das Matchmaker. Ja, okay. Alles klar. Da meckern alle, seitdem ich dieses Spiel spiele, meckern immer alle über einen Matchmaker. Aber es ist halt immer so. Es ist ja ausgeglichen im Prinzip von den Fahrzeugen her. Ja. Von den Fahrzeugen her, ja, aber Spielstatistiken laufen ja mit ein. Ja, und die sind halt anders. Eine traurige Angelegenheit, sag ich mal so, weil dadurch teilweise Sachen zustande kommen. Wenn du XVM drauf hast, dann siehst du das ja auch manchmal. Da kommt ja wirklich ein grünes Team, sag ich mal, grün, gelb, teilweise ein paar blaue drinne, gegen manchmal gelb, orange und ein paar Tomaten drinne. So, und dann frage ich mich natürlich, klar haben die dieselben Fahrzeuge und so weiter, aber können ja längst nicht so damit umgehen. Dann ist doch schon sehr, sehr vorbestimmt, wie das Spiel aussehen wird. Ja, sieht ja schon fast so aus, als würde eine Niederlage werden. Das wird eine Niederlage. Aber ist ja nicht eine knappe Niederlage, kann man nicht mal sagen. Nee, wir haben ja gut mit dir geholfen hier. Also jeder von uns. Ach nee, Quatsch. Gut, beenden wir den Satz. Nächste Thema. Sieht jetzt wirklich nicht gut aus. Wahrscheinlich der Jagdpanzer EL-100 hat jetzt unseren Jagdpanzer EL-100 abgeschossen. So wie ich das mitgekriegt habe, weil der hat es noch ordentlich. Und da kann er gleich den nächsten setzen. Das war's. Das war eine ordentliche Schelle, ey. Habt ihr die gesehen? Das ist der Japan 100.
Du, ich kenn jemanden, der macht immer, also 90% aller Schüsse macht er unter 1000 Schaden mit dem Jagdpanzer 100. Ich weiß nicht, wie der schaffen Aber tut. jetzt weiß ich das, warum wir nicht gewonnen haben. Warum? Na, Reno hat ja kaum Schaden gemacht. Ich hab 692 in der Bandchat gemacht. Und Lorende, naja. Also gucken hier. Wir mal zum Objekt hoch, der Torgefahren ist. 2788. Du bist zwei Linke. Für die wenigen Schüsse, die ich abgeben konnte, hier sind wir gerade noch. Ach komm, hätte ich jetzt. Also bei mir hat einer getroffen. Aber dann aber richtig so getroffen. Und bei dir waren es vier Wirkungstreffer. Ja, jetzt rechne mal. Jetzt 18 mal 4. Was ist das? Nee, dass du einen höheren Einfallschaden hast, ist ja okay. Aber das getroffen, daran störe ich mich. Da ist zufällig einer in den Schuss gefahren, würde ich das nennen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Badgett hat gestanden. So, los, komm. Die Badgett okay. Hat gestanden. Dann geht das ja auch noch. Der war wahrscheinlich nur AFK gerade. Alles klar. An dieser Stelle beende ich dann die Folge. Falls es euch gefallen hat, natürlich kommentieren, liken und teilen. Und wenn es euch dann besonders gut gefallen hat, natürlich ein Abo dalassen. Lasst euch gut gehen, haut rein.